Ja, es geht heute um das Thema Schleifen und es geht um das Thema Lamellenschleifscheibe. Hier ist eine, die ist extrem abgenutzt. Die kann man aber immer noch ein bisschen für Reinigungsarbeiten nutzen. Ich bin der Meinung, in so einer Hobby-Schweißwerkstatt oder auch in einer professionellen Schweißwerkstatt ist eine Lamellenscheibe was sehr Schönes. Zwei Sachen sind für mich immer wichtig bei mir in der Werkstatt. Einmal die Trennscheibe, da nehme ich immer eine schöne Millimeterscheibe, weil da kann man einen wirklich schönen Schnitt von machen. Werden wir auch nochmal ein Video zu machen, das auch mal ausprobieren. Hier habe ich eine Lamellenschleifscheibe. Das ist die SMT 324 Extra. Und ja, das ist eine Lamellenschleifscheibe von Klingspor, Körnung 40. Ich habe mir dazu nochmal welche günstige bei eBay bestellt. Auch Körnung 40, auch Lamellenschleifscheibe. Obwohl der Preisunterschied, da habe ich mich echt erschrocken, der ist da relativ gering. Die oder das 10er Pack kostet 16 Euro. Das 10er Pack hat ein UVP von 26 Euro, kostet aber, wenn man das im Internet so ein bisschen guckt, dass man es günstig kriegt, knapp 20 Euro. Das heißt, wir reden hier von einem Preisunterschied pro Scheibe von 35 Cent. Der lässt sich wirklich noch verkraften. Also das heißt, das ist wirklich made in Germany und ist auch nicht extrem teurer als die billigen Produkte. Und man findet noch so ein paar Sachen, die so dann wirklich noch ein, zwei Euro billiger sind. Aber dann hört es eigentlich schon auf mit den Lamellenschleifscheiben. Ja? Gut, Lamellenschleifscheibe hat den ganz großen Vorteil gegenüber so einer Schrubbscheibe hier, dass die Lamellenschleifscheibe sich viel besser anfügt. Man bekommt ein viel besseres Schliffbild. Die Lamellenschleifscheibe ist daher für mich viel besser geeignet, um einen Plan zu schleifen und für mich auch viel besser, wenn ich hier irgendwas anpassen will, das heißt so eine Gehrung im Nachhinein nachschleifen will oder so. Ich bekomme ein deutlich besseres Schliffbild und es fügt sich schön an. Man kann da wirklich sehr gut mit arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit Lamellenschleifscheiben. Und ja, es gibt im Gegensatz dazu als Alternative natürlich die Trennscheibe, die Schrubbscheibe und es gibt diese Fieberscheiben. Diese Fieberscheiben sind auch wirklich gut heutzutage, sind natürlich deutlich teurer, haben nicht so diese lange Standzeit. Wenn man dann hier solche Scheiben auch mal wirklich abnutzt, ja, da hat man wirklich sehr lange was von. Die werden nach einer Zeit, sind sie natürlich nicht mehr so griffig. Ich versuche immer, dass ich die Scheiben am Anfang für die sehr griffigen Arbeiten nutze und später dann wirklich für die feineren Arbeiten nutze, wenn sie sich so ein bisschen mehr abgenutzt haben. Da braucht man dann eigentlich auch gar nicht so zwingend verschiedene Körnungen. So, wie gesagt, starten tue ich hiermit. Hälfte mit der einen Scheibe, Hälfte mit der anderen Scheibe. Dann die Nahtvorbereitung. Wir gucken mal die Zeit, wir gucken die Abnutzung der Scheibe und wollen dann mal gucken, lohnt sich das, Qualität made in Germany zu kaufen oder ist die günstige Scheibe fast genauso gut oder ist die genauso gut? So, das ist mal der erste Versuch, den wir mit dieser Lamellenschleifscheibe machen. Wir schleifen das jetzt mal einfach zusammen. Ich versuche wirklich da objektiv zu sein, versuche die gleiche Kraft aufzuwenden. Und natürlich nehme ich den gleichen Winkelschleifer. Ich habe hier so einen Metabo 1700 Watt Winkelschleifer. Die sind wirklich super. Der hat hier so einen Schnellverschluss. Heute eigentlich auch Standard. Ich finde nur halt, Metabo hat sich da in den letzten Jahren wirklich extrem gemacht. Und wenn man guckt, 1700 Watt für so einen Winkelschleifer, der hält bei mir schon jahrelang. Und ich glaube bei Amazon so 150, 160 Euro. Dafür hat man wirklich ein Powergerät. Da kann man alles mit auseinanderreißen.
Ja, beim Planschleifen habe ich einfach mal meinen Mund gehalten. Jetzt hier beim Faseranschleifen gehe ich 8-mal rüber und erzähle wieder ein bisschen was dazu. Erstmal haben wir hier die No-Name-Scheibe, die ist gewölbt, Korn 40. Und damit gehen wir genau 8-mal einfach nur immer ziehen. Und ich versuche das relativ gleichmäßig zu halten. Natürlich ist ein Mensch keine Maschine, aber ich habe es versucht, jetzt das relativ gleichmäßig zu machen. Und man hat schon beim Planschleifen gesehen, dass die Zeiten und die Ergebnisse, ich habe jetzt nicht extra eine Stoppuhr eingeblendet, weil es ist relativ identisch. Es waren so irgendwas mit 30 Sekunden für die Klingsbohrscheibe und irgendwie 35 Sekunden oder 36 Sekunden, glaube ich, für die andere Scheibe. Und bei der anderen Scheibe habe ich das Gefühl, dass ich 2-3 Mal ein bisschen länger abgesetzt habe. Darum ist das schon so relativ realistisch und relativ gleich. Und ich finde, dass diese Klingsbohrscheibe schon ein bisschen aggressiver ist. Und jetzt ziehen wir erstmal ein kleines Fazit. Ja, wo ich das angefangen habe mit dem Schleifen, da wusste ich wirklich nicht, was mich erwartet. Fällt so eine günstige Scheibe auseinander oder ist die deutlich besser als so eine Markenscheibe? Und dann hat mich der Preis eigentlich schon überrascht, dass der Preis hiervon gar nicht so viel höher ist als von den günstigeren Scheiben. Und beim Schleifen an sich, man merkt so ein bisschen, ich habe hier eine Stelle nicht ganz erwischt, da hätte ich noch ein bisschen nachschleifen müssen. Ansonsten hier oben ist es von der Klingsbohr, das ist schon relativ identisch. Und man merkt beim Schleifen, die Scheibe ist ein bisschen aggressiver als die hier. Und die müsste auch leicht schneller gewesen sein, aber das ist minimal irgendwo. Hier habe ich es dann gemacht, dass ich wirklich mit jedem 8-mal rübergegangen bin. Man sieht, hier ist noch ein Steg. Die Phase ist deutlich geringer als bei der Scheibe. Ja, wie gesagt, das ist die Klingsbohrscheibe. Die ist schon aggressiver, das merkt man im Schliff. Und sie ist weicher und passt sich dementsprechend ein bisschen besser an. Und man kann damit so ein bisschen schöner arbeiten. Aber die Scheibe hier ist auch alles andere als schlecht. Ich will die nochmal raussuchen und nochmal mit verlinken. Blue Line heißen die. Stingray. Die ist auch alles andere als schlecht. Und man sieht hier von wegen, die hat hier an jeder Lamelle so kleinere Abnutzungen mittlerweile. Man sieht hier überall so ein bisschen die Fläche vorne. Die Scheibe hat hier auch schon Abnutzungen, hat hier so kleine Stellen schon. Aber würde ich nicht überbewerten. Wie gesagt, wenn man da richtig mal mit drauf hackt, von wegen, ich habe jetzt auch mit ganzer Kraft da wirklich mal meinen ganzen Körper mit eingesetzt und 1700 Watt eingesetzt von wegen. Also ist keine von beiden Schleifscheiben auseinandergefallen. Mit denen kann man noch lange weiterarbeiten. Ergebnis ist eigentlich, dass ich mit beiden Scheiben sehr zufrieden war. Ich war mit der so ein bisschen mehr zufrieden, weil sie schön weich ist, sich anfühlt. Die ist eher so ein bisschen hart. Merkt man auch, wenn man das anfasst, dass man hier so ein bisschen so eine leichte Federung hat. Die ist hier wirklich bretthart. Das merkt man halt auch beim Schleifen. Und die Klingsbohrscheibe ist ein bisschen griffiger. Ich würde fast sagen, was die hier ein bisschen teurer ist, das ist auch ein Stück besser. Aber gut sind beide Scheiben. Also die hat mich wirklich auch überrascht. Kann man mit beiden Scheiben sehr gut arbeiten und auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Ja. Ich hoffe, das war mal interessant, dass wir uns mal so zwei Scheiben und das mal miteinander vergleichen. Man könnte auch noch mal so eine Scheibe, dann, da gibt es auch noch High-End-Scheiben, da könnte man mal High-End-Scheiben miteinander vergleichen. Ist aber immer so eine Sache, wenn die Scheiben dann irgendwo eine Lamellenscheibe 7-8 Euro kostet, ja, dann ist mir das auch immer zu teuer, auch wenn die dann irgendwo sonst wie lange schleifen. Sowas hier mit knapp 2 Euro oder 1,60 Euro oder so, das finde ich wirklich einen bezahlbaren Rahmen. Und wenn die dann dafür noch so eine gute Arbeit leisten, und das haben sie wirklich beide, dass man da einen schönen Schliff hinkriegt. Man sieht auch, was das Spezielle an so einer Lamellenscheibe ist, was ich für eine glatte Oberfläche habe. Das kriege ich mit einer Schrubbscheibe dementsprechend eigentlich gar nicht hin. Und hier habe ich wirklich einfach nur drauf gehackt und habe gar nicht so richtig geguckt, was ich da eigentlich mache. Es ging einfach nur so ein bisschen auf die Geschwindigkeit, 8-mal kräftig rüberziehen. Und das ist... Ja, und dementsprechend mit der Schrubbscheibe, denke ich mal, kriegt man das eher ein bisschen schwieriger so hin. Darum eine Lamellenscheibe für solche Sachen, was einebnen, sowas, Anpassarbeiten, Phasen anschleifen, funktioniert deutlich besser und geht auch deutlich besser. Nächste Woche werde ich mir dann dementsprechend die Trennscheiben vorknüpfen. Ich will mir mal so ein paar günstige Millimeterscheiben und dann werde ich die Scheibe hier mal gegen die Millimeterscheiben antesten und gucken,
gibt so Millimeterscheiben. Ich habe schon mal welche gehabt, die sind mir gleich irgendwo zerfallen. Bei Millimeterscheiben gibt es auch extreme Qualitätsunterschiede. Und da werden wir gucken, welche Qualität sich dann da irgendwo in irgendeinem Fall durchsetzen kann oder ob es dann auch so ist, von wegen, dass die Unterschiede doch wirklich gar nicht so extrem sind. Ja, wie gesagt, beides schöne Scheiben. Erstaunt hat mich wirklich, wie gesagt, dass der Preisunterschied sehr gering ist. Dafür, dass man hier No Name hat, oder das heißt, eine eher unbekannte Marke hat, die nicht so groß vertreten ist und hier wirklich eine alteingesessene Marke. Also Klingspor ist da wirklich auch relativ bezahlbar, muss man immer ernsthaft sagen. Kann man gucken, gibt es andere Marken, die da deutlich andere Preise aufrufen. Zu dem Preis der Klingspor-Scheibe habe ich nochmal genauer recherchiert und hier bei Amazon zum Beispiel sind die relativ teuer. Aber auf eBay gibt es ein paar Händler, die die günstiger anbieten und dann gibt es auch noch ein paar Online-Händler, sogar relativ große, die die auch noch günstiger anbieten. Und darum wollte ich zu dem Preis, ich habe ja im Video gesagt 20 Euro, das kann ich nicht ganz halten. Contorion zum Beispiel, alles für den Profi, die bieten die Scheiben für 16,19 Euro an. Das ist natürlich echt ein Kampfpreis und dann ist man nur noch etwas über einen Euro für 10 Scheiben, also 10 Cent pro Scheibe teurer als die günstigeren Varianten und dann ist das, sage ich mal, wahrscheinlich gar keine Frage mehr, welche Scheibe man anwendet. Das wollte ich nicht unterschlagen und darum mache ich das nochmal so als kleinen Nachtrag hier. Viel Spaß beim Schleifen.